Hallo, hallo. Und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit Türchen Nummer 8 des Advent of Code. Jetzt fängt's langsam an, interessant zu werden. Anders als sonst habe ich dieses Mal bereits beide Teile gelöst und auch schon eingeschickt. Ja, es fängt an knackig zu werden. Brute-Force-Lösungen werden schwierig, aber sie funktionieren noch. Darum in diesem Video. Das bezieht sich vor allen Dingen auf den Part 2. Part 1 ist trivial. Aber der Part 2 lässt sich noch Brute Force lösen. Dieses Video hier wird die Brute Force Lösung zeigen. Wenn ich heute noch dazu komme, dann möchte ich noch ein weiteres Video 8b releasen, wo ich eine alternative Lösung anwende. Also wenn alles gut läuft, dann ist einfach mit diesem Video zeitgleich das zweite Video auch online. Aber wir werden es sehen, ich weiß es nicht. Für dieses zweite Video hätte ich im Sinn, es im Grunde genauso zu machen, genauso anzugehen wie gestern. Ich würde das gerne als ein MIP- oder MinLP-Problem lösen und nicht mehr im Brute Force. Aber wie gesagt, ich muss gucken, ob ich zeitlich das heute noch eingebaut bekomme. Sonst nicht, dann kommt das Video mit der alternativen Lösung irgendwann die Tage oder gar nicht mehr. Aber ich bin guter Dinge, ich bin guter Dinge. Ihr seht es ja dann. Na gut, gehen wir die eigentliche Aufgabenstellung an. Also das ist jetzt wirklich umständlich, das zu erklären. Aber gut, versuchen wir es mal. Also das U-Boot hat diverse digitale Nummernanzeigen. Aber digital in einem alten Sinne. 90er-Jahre-Sinne. Wir sehen es im Grunde hier schon. Ein digitales Display besteht aus, für eine Digit besteht aus 7 Blöcken. Und je nachdem, welcher Block aufleuchtet, kann ich damit Dezimalzahlen zusammensetzen. Hier zum Beispiel die 0 besteht aus 6 aufleuchtenden Blöcken, weil hier der mittlere Balken nicht mit aufleuchtet, ausgelassen wird. Die 1 besteht aus exakt 2 Leuchtbalken auf der rechten Seite, die 2 besteht aus 5, die 3 besteht aus 5, die 4 besteht aus witzigerweise exakt 4, die 5 besteht aus 5, die 6 besteht aus witzigerweise 6. Die 7 besteht aus 3, nämlich dieselben beiden wie bei der 1, aber es gibt oben noch ein Dach. Die 8 ist die einzige Ziffer, die alle 7 Blöcke oder Balken aufblitzen lässt, und bei der 9 sind es dann aber mal 6. Das Problem ist nur, dass die Anzeigen im U-Boot scheinbar einen Schaden bekommen haben, vermutlich durch die Waljagd, also der Wal hat uns gejagt, von gestern. Wobei also kaputt im folgenden Sinne: Es werden immer noch konsistent Zahlen angezeigt, nur eben, dass die Blöcke falsch aufleuchten. Also mit konsistent meine ich, die Blöcke leuchten nicht zufällig auf. Es ist nur, sie sind irgendwie wie neu durchgewürfelt, und wir müssen jetzt zurückrechnen. Und im Großen und Ganzen, das große Ziel von Part 1 und Part 2 ist es, also herauszufinden, inwiefern das durchgewürfelt wurde für jede einzelne Digit und für jedes einzelne Display. Also wie das durchgewürfelt wurde, wir müssen quasi dieses Durchwürfeln invertieren, zurückmachen. Wir wollen aus den merkwürdigen, unlesbaren Ausgaben des U-Boots wieder lesbare Ausgaben produzieren. So, und wir sehen ja hier schon, das ist jetzt ganz essentiell wichtig für die Erklärung, dass die einzelnen Balken hier anhand des Alphabets durchnummeriert sind, aufsteigend. Ja, wir haben der oberste Querbalken ist immer A, dann der zweite ist B, der dritte ist C, der vierte ist, man sieht ja zum Beispiel bei der 8 D, der fünfte ist E, der sechste ist F und der letzte ist G. Ja, also das heißt insbesondere, dass ich auch mit Hilfe dieser Buchstaben ausdrücken kann,
welche Ziffer überhaupt aufleuchtet. Ja, und ich sage A, B, C, E, F, G, dann kann das nur die 0 sein. Nur die 0 besteht aus A, B, C, E, F, G. Wobei die Reihenfolge an der Stelle beliebig ist. Kann auch F, E, C, B, A, G. Die 1 besteht aus C, F. Die 2 besteht aus A, C, D, E, G. Die 3 aus A, C, D, F, G. Und so weiter. Also ich kann durch einfache Buchstabenfolgen ausdrücken, welche Zahl angezeigt werden soll. Das Problem ist nur, und jetzt sieht man es hier, eben halt die Buchstaben haben ihre Rolle gewechselt. Ursprünglich hätte die 1 ja dargestellt werden sollen oder dargestellt werden müssen, CF, aber hier ist ein erstes Beispiel, das ist jetzt auch neu, wir haben dieses Mal zwei Beispiele. Im ersten Beispiel ist die 1 aber AB. Woher weiß ich, dass das die 1 sein muss? Weil die 1 und nur die 1 besteht aus genau zwei Blöcken. So, also AB haben die Rolle von CF geerbt. Das heißt, CF stehen jetzt für irgendwas anderes. Hier übrigens DAB ist die 7, weil nur die 7 aus drei Balken besteht. Und sie hätte ursprünglicherweise eigentlich ACF sein müssen, stattdessen ist sie jetzt DAB. Ja, hier ist übrigens das zweite Beispiel. Also hier oben das erste Beispiel ist nur eine Zeile. Also hier werden uns ein Haufen Ziffern gegeben, ein Trenner und dann weitere Ziffern. Anhand der ersten Ziffern kann man eindeutig feststellen, welche Rollenverteilung A bis G neu zugewürfelt bekommen haben. Und wenn man anhand dieser ersten Ziffern also herausbekommen hat, wofür A bis G stehen, kann man dann hinter dem Separator diese Sequenzen dann also als Integerzahlen dekodieren. So, ja, also Beispiel 1 ist genau eine Zeile. Beispiel 2 sind jetzt, ich glaube, 10 Zeilen. Und das alle und dieselben Überlegungen, die wir für eine Zeile angestellt haben, gelten hier für jede Zeile, ja? Also, das ist eine Zeile, das, also von hier, das ist eine Zeile, das ist eine Zeile. Jede Zeile steht für ein Display im U-Boot und jedes Display ist anders durchgewürfelt. Ja, also ich muss für die erste Zeile herausfinden, wie sind dort die Buchstaben durchgewürfelt worden, kann damit diese vier Ziffern dekodieren. Ich muss dann fürs zweite Display unabhängig vom ersten Display herausfinden, wie sind die Buchstaben durchgewürfelt worden, kann dann diese vier Ziffern dekodieren und so weiter. Also jede Zeile wird unabhängig voneinander bearbeitet. Ich muss für jede Zeile herausfinden, wie ist für diese Zeile, also für dieses Digitaldisplay, ist das Wiring, ist die Verkabelung durchgewürfelt worden. Und in der Folge, was bedeutet dann, wie kann ich dann also am Ende die Zahl dekodieren? Übrigens hier ein schönes Beispiel, das ich gerade markiert habe, aus Versehen. Wir haben ja gerade gesagt, ausschließlich die 1 besteht aus zwei Blöcken. Also haben wir hier 1, 1, irgendwas, 7. Also 1, 1, x, 7. Hier ist auch eine 1. Hier ist eine 7. Hier ist eine 1. Das ist übrigens, was ich meine, ne? Also hier ist so durchgewürfelt, dass nochmal zur Erinnerung, ja, standardmäßig wäre eine 1, wenn nichts durchgewürfelt wäre, standardmäßig wäre eine 1 CF. Aber hier sehen wir, es ist CB. Ja. Das C ist gewissermaßen geblieben, wobei nicht klar ist, ob das C wirklich seine Rolle behalten hat. Ja, C kann das alte C sein oder C kann die Rolle von F angenommen haben. Wie dem auch sei. Also hier hat CB die Rolle von CF beerbt und hier hat CA die Rolle von CF beerbt. Und hier hat CG die Rolle von CF beerbt und hier hat FG die Rolle von CF beerbt. Ja, also jede Zeile ist anders durchgewürfelt. Also ich kann es noch einmal wiederholen. Also jede Zeile muss unabhängig voneinander gelöst werden. Zumindest habe ich jetzt eigentlich schon so weit vorauseilend gesagt, was ja das Ziel am Ende von Part 2 ist. Part 1 ist wesentlich, wesentlich einfacher. Bei Part 1 geht es ausschließlich darum,
jeder dieser Zeilen durchzugehen, sich die Sequenz hinter dem Separator anzugucken und dort die besonderen Ziffern zu identifizieren. Oder genau genommen die Anzahl besonderer Ziffern zu identifizieren. Besondere Ziffern, das sind die 1, 4, 7 und 8. Weil nur die 1, also hier die 1, die 4, die 7 und die 8 bestehen jeweils aus einer eindeutigen Anzahl von aufleuchtenden Balken. Nur die 1 besteht aus 2 Balken, nur die 4 besteht aus 4 Balken, nur die 7 besteht aus 3 Balken und nur die 8 besteht aus allen 7 Balken. Alle anderen Zahlen, die 0, die 2, die 3, die 5, die 6 und die 9, bestehen entweder aus 5 oder aus 6 Balken. Ja, also wenn ich eine Zahl sehe, die aus 5 Balken besteht, dann weiß ich nicht, ob das die 2, die 3 oder die 5 ist. Und wenn ich eine Zahl sehe, die aus 6 Balken besteht, dann weiß ich nicht, ob das die 0, die 6 oder die 9 ist. Aber bei einer Zahl mit 2 Balken, einer Zahl mit 4 Balken, einer Zahl mit 3 Balken oder 7 Balken, dann ist es eindeutig die 1, die 4, die 7 oder die 8. Das sind die besonderen Ziffern. Was wir jetzt also tun sollen, ist einmal für das zweite Beispiel, aber auch einmal natürlich für unseren individualisierten Input, uns immer hinter den Separatoren, also bei den kritischen vier Stellen, anzuschauen, wie viele Zahlen haben die Länge 2, 3, 4 oder 7. Und das habe ich mal gemacht. Jetzt diese 2, 3, 4, 7. Weil es nichts kostet, das zu ordnen, ordnen wir jetzt mal. So, genau. Wir haben also hier Raw X Simple, das erste Beispiel. Raw X, das eigentliche Beispiel. Und hier habe ich mir selber eine Übersicht nochmal gemacht. Hier sehen wir, wie eine 0 auszusehen hat. Hier sehen wir, wie eine 1 auszusehen hat, wie eine 2 auszusehen hat, wie eine 3 auszusehen hat, eine 4, eine 5, eine 6. Also im Prinzip, ich habe mir das, was Sie hier auf die Seite auch schon dargestellt haben, hier nochmal in vereinfachter Form und mit Zahlen statt mit Buchstaben nochmal hingeschrieben. Mir hier auch nochmal umklammert, okay, die 1 ist die einzige mit 2 Balken, die 4 ist die einzige mit 4 Balken, die 7, die 8. Also ich habe mir hier nochmal diese vier besonderen Ziffern oder speziellen Digits nochmal konkret markiert. Ach je, wofür ist denn das? Für gar nichts. Gut, dann kann das weg. So, und die Part 1 Implementierung ist auch entsprechend extrem kurz. Also der Löwenanteil des Skriptes ist eigentlich die Definition des Beispiels und hier meine eigene Übersichtsstring. Ansonsten, das ist die ganze Funktion, die Part 1 löst. Count Special Digits, ja, die geht davon aus, dass hier Lines ankommt, also dieses ganze Konstrukt aber nach Zeilen aufgesplittet, ja, Liste von Strings, Lines, Count Special Digits nimmt Zeilen als Listen von Strings und sie gibt eine Integer zurück, was die Antwort auf die Fragestellung ist. So, Out wird initialisiert als 0 und dann gehen wir durch für jede Zeile in allen Zeilen, for line in lines. Wir splitten anhand des Separators die Line auf. Und dann splitten wir nochmal, wir splitten anhand des Separators auf, schmeißen alles vorne weg und gucken uns nur alles hinter dem Separator an. Die Right-Hand Side, das ist was RHS bedeutet, Right-Hand Side, also die rechte Seite eines Gleichheitszeichens oder die rechte Seite von etwas, in dem Fall die rechte Seite vom Separator. Und dann splitten wir die Right-Hand Side nochmal, das heißt, wir teilen überall nach den White Spaces, nach den wie heißt das auf Deutsch? Leerzeichen. Mein Gott. Wenn man da zu tief im eigenen Vokabular gefangen ist. Das zweite Split spaltet nach allen Leerzeichen auf. Und das gibt uns genau die Digits als Liste von Strings. Und dann gehen wir jedes Digit der Digits durch und prüfen, bist du 2, 3, 4 oder 7 lang? Und wenn ja, dann hängen wir an unser initialisiertes Out, addieren wir 1 auf und am Ende geben wir alles zurück. Hier bereite ich meine Ressourcen vor, weil ich dieses Mal, wie auch schon am Tag 3,
Part 1 und Part 2 in verschiedenen Skripten oder in zwei verschiedenen Skripten ausgelagert habe. Deswegen gibt es eine Main Part 1 only und eine Main Part 2 only Brute Force und wenn alles gut läuft, am Ende des Tages noch eine Main Part 2 only Min-LP. Genau, was passiert? Ich asserte, dass das größere der beiden Beispiele am Ende auf 26 kommt und dann wende ich das Ganze einfach auf meinen individualisierten Input an. Das habe ich schon gelöst und ich habe es auch schon eingereicht. Sorry, den Moment können wir dieses Mal leider nicht zusammen genießen. So, your puzzle answer was 375, man sieht es hier in der Konsole. Und das war die korrekte Antwort, die mich zu Part 2 weitergereicht hat. Da habe ich mir ja schon gerade viel Mühe gegeben, das, die Gesamtaufgabe zu erklären und damit auch schon vorzuergreifen, was jetzt in Part 2 die Aufgabe ist. Also die Aufgabe ist jetzt für jede Zeile in dem kleinen Beispiel, in dem großen Beispiel und in dem individualisierten Input. Jede Zeile gucken wir uns das Wirrwarr vor dem Separator an, versuchen anhand dessen eindeutig herauszufinden, wie die Buchstabenverteilung auf die Leuchtbalken geraten ist, um dann damit hinter dem Separator unsere vier Zahlen endgültig zu dekodieren. Hier sagen Sie jetzt für das kleine Beispiel, nach einiger gründlicher Analyse stellen wir fest, dass die Verwürfelung für das kleine Beispiel diese hier sein muss. Also statt A, B, C, D, E, F, G haben wir D, E, A, F, G, B, C. Und damit ergibt sich dann das hier, ne, A, A, C, E, D, G, F, B, so A, C, E, D, G, F, B, dass mit dieser Verwürfelung muss das die 8 sein. C, D, F, B, E ist dann die 5, G, C, D, F, A ist die 2. Also im Grunde genommen aus diesem Ding schlussfolgere ich ja rückwärts, dass das die 8 sein muss, dass das die 5 sein muss, dass das die 2 sein muss, dass das die 3 sein muss, dass das die 7 sein muss und so weiter. Dadurch komme ich ja erst auf das D, E, A, F, G, B, C. Und mit dieser Verwürfelung kann ich dann die vier Zeichen hinter dem Separator dekodieren als 5, 3, 5, 3. Für das kleine Beispiel. Für das große Beispiel dann stelle ich fest, dass die erste Zeile entspricht dann, nachdem ich die Verwürfelung festgestellt habe und nachdem ich die Digits hinter dem Separator dekodiert habe, dass da rauskommen muss in Zeile 1 8394, in Zeile 2 9781 oder genau genommen 8394, 9781, 1197 und so weiter. Und nachdem ich all diese Viererfolgen dekodiert habe, kann ich die aufsummieren, komme am Ende auf 61.229 für das kleine Beispiel. Und jetzt ist natürlich die abschließende Frage, was kommt raus für meinen auf mich individualisierten Input? Ich habe schon gesagt, ich habe es bereits Brute Force gelöst. Das heißt, ich kenne die Antwort schon, ich habe sie schon eingereicht. Und sie steht auch hier, both parts of this puzzle are complete. Beide Teile dieses Puzzles sind vollständig. Sie geben dir zwei goldene Sterne. Die Antwort war 1.019.355. Gehen wir jetzt also dazu über und schauen uns an, wie ich das Brute Force gelöst habe. Achso, zunächst übrigens erst einmal, wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass Brute Force hier an der Stelle überhaupt noch ein gangbarer Weg ist? Folgendermaßen, wir wissen, dass was wie auch immer diese Verwürfelung passiert ist, es muss ja eine Permutation sein von A, B, C, D, E, F, G. Ja, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel G, F, A, C, B, D, E oder sowas, ja. Alle möglichen. Also die Frage ist, wie viele Neuwürfelungen kann ich wie viele eindeutige Neuwürfelungen aus A, B, C, D, E, F, G kann ich generieren, ohne dass sich Buchstaben wiederholen? Ganz einfach, sieben Fakultät. A, B, C, D, E, F, G. Sieben Fakultät, ja. Weil jetzt ist ja die Frage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich darf jetzt die Buchstaben A, B, C, D, E, F, G irgendwie neu verteilen auf diese 7 X. Das ist jetzt die Frage,
Wie viele Buchstaben könnte ich auf das erste X legen? Die Antwort ist 7. Dann habe ich noch 6 übrig. Wie viele Buchstaben kann ich also auf das zweite X legen? Na, 6. Bleiben 5 übrig. Wie viele kann ich auf das dritte X legen? Na, 5. Wie viele kann ich auf das vierte X legen? Na, 4. Wie viele kann ich auf das nächste X legen? Na, 3. Aufs nächste 2. Aufs nächste 1. Und das war's. Ja, also ich kann 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 Neukombinationen von A, B, C, D, E, F, G erschaffen aus eben diesen 7 Buchstaben. Und das sind 5040. Das ist viel, zu viel, wenn man das von Hand machen möchte. Aber für den Computer ist das überhaupt kein Problem. Das heißt, pro Zeile unseres individualisierten Inputs müssen wir bis zu 5040 verschiedene Variationen von A, B, C, D, E, F, G ausprobieren auf unsere Ziffern, um zu schauen, welche passt. Und das klingt handelbar, wenn man noch dazu bedenkt, dass wir nur 200 Zeilen zu knacken haben. Also 200 Mal müssen wir bis zu 5040 Kombinationen ausprobieren. Wobei jede Kombination Bruchteile von Sekunden in Anspruch nimmt. Das war für mich der Ausgangspunkt. Okay, Brute Force ist eine schlechte Lösung. Aber es geht noch. Und solange es noch geht, werde ich eine Brute Force-Lösung immer in Betracht ziehen. Bei dem Advent of Code geht es ja darum, an 25 Tagen jeweils 2 Rätsel zu lösen. Das sind verdammt viel. Ja, man muss da irgendwie auch mit seinen Kräften haushalten, muss versuchen, diese Aufgaben irgendwie schnell zu lösen, damit man das in dem Alltag irgendwie unterbringen kann. Und solange Brute Force also funktioniert, solange die Rätselarchitekten das nicht abdichten, ist es nicht meine Schuld, dass ich hier mit geringstem Aufwand und geringsten Annahmen, also den einfachstmöglichen Pfad, zuerst ablaufe. Und das ist natürlich erstmal Brute Force. Da muss ich nicht viel drüber nachdenken. Im Nachdenken steckt natürlich auch Spaß, deswegen habe ich ja gestern auch am Tag 7 auch 2 Lösungen präsentiert, auch eine Brute Force-Lösung und die MinLP-Lösung, was ich ja heute auch gerne wieder avisieren möchte, aber grundsätzlich erstmal gilt, solange Brute Force geht, mache ich Brute Force. Gut, haben wir also abgecheckt, Brute Force funktioniert noch. Wie? Ja, hier habe ich mir nochmal den String reinkopiert, aus was die einzelnen Ziffern bestehen. Also, ich habe gesagt, ich möchte wissen, wie sehen meine 10 Digits, 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, das sind 10 Digits, ich möchte wissen, gegeben einer beliebigen Sequenz, ja, eine Sequenz ist zum Beispiel A, B, C, D, E, F, G, das ist eine Sequenz, ja, oder G, F, E, D, A, B, C. Das ist eine Sequenz. Get ist eine Funktion, der ich eine solche Sequenz, also eine Verwürfelung der ersten 7 Buchstaben, übergeben kann und der ich eine Digit übergeben kann, 0 bis 9. Und dann gibt sie mir zurück, wie diese Ziffer, diese Digit, ja, das hätte eigentlich nicht Number sein sollen, das hätte sein sollen Refactor Digit. So, die gibt mir dann also zurück, wie diese Digit in der zufällig gewürfelten Sequenz aussehen würde, sortiert im alphabetischen Sinne. Ja, also get gibt mir die Gestalt einer Digit als Digitalausgabe auf dem U-Boot-Display zurück unter einer beliebigen Neuwürfelung der ersten 7 Buchstaben. Match nimmt eine so eine Zeile und eine beliebige Sequenz. Wir sprechen hier immer noch von derselben Sequenz, also A, B, C, D, E, F, G oder irgendeine Verwürfelung davon. Ja? Also Match, an Match gebe ich eine Verwürfelung von A, B, C, D, E, F, G und ich gebe eine von diesen Zeilen. Nochmal zur Erinnerung, ja, das ist eine Zeile. Im wahrsten Sinne des Wortes,
Beziehungsweise halt hier das größere Beispiel oder das einfache Beispiel, das grundsätzlich nur aus einer Zeile besteht. Ja? Ich übergebe also eine so eine Zeile und ich übergebe eine solche Sequenz. Zuerst prüfe ich, die Sequenz darf höchstens 7 lang sein. Dann, mit Hilfe von get, hole ich mir alle Ziffern von 0 bis einschließlich 9. Ja, hier get i sequence for i in range 10. Ich hole mir die Darstellung aller Digits im Rahmen der gegebenen Sequenz. So, dann die Zeile wird anhand des Separators gesplittet. Und dann gibt es ja die linke Seite, ich habe sie jetzt mal ints genannt, und die rechte Seite, also die outs, das, was wir am Ende tatsächlich ja dekodieren wollen. Und was passiert jetzt? Ich gehe jetzt alle Zahlen aus ints durch, ja, die in-Number aus ints, die Eingangszahl aus allen Eingangszahlen. Ich gehe alle Numbers. Ich gehe alle Zahlen aus Numbers durch. Nochmal zur Erinnerung, Numbers sind die Zahlen 0 bis 9, dargestellt im Sinne der gegebenen Sequenz. So, also ich gehe alle Inputzahlen durch und ich gehe alle Darstellung der 10 Grundziffern anhand der gegebenen Sequenz durch. Und jetzt prüfe ich, sind die gleich? Ja, wenn es irgendein Match gibt, wenn die In-Number, wenn die Eingangszahl irgendeiner Zahl aus Numbers entspricht, dann haben wir möglicherweise die richtige Neuwürfelung gefunden. Ne? Also der Sinn von Matches: Match soll am Ende sagen, hier Tupel bool int, primär erstmal bool. Ne? Match soll sagen, ist diese gewürfelte Sequenz die richtige, die zur Dekodierung der Line führt. Und das tue ich einfach, indem ich schaue, ob die Ziffern der Line, die Eingangszahlen aus der Zeile, passen zu der Kodierung der 10 Grundziffern. Und das ist, was eben hier passiert. Ich gehe alle Eingangszahlen durch, ich gehe alle Grundziffern durch. Das hier, ja, das hätte eigentlich auch dann wohl Digit. In Digits, ja, hier auch Refactor. Digits, ja, for Digit in Digits. If Digit is in Number Break, ja, also für jede Eingangszahl muss es irgendeine Digit aus den Digits geben, zu der sie passt. Sonst ist einfach die Sequenz die falsche. Und dann wird hier Return False zurückgegeben. Andernfalls, wenn wir tatsächlich die richtige Sequenz gefunden haben, also wenn diese Sequenz auf Line passt, Match könnte also eigentlich auch Verify heißen, das ist vielleicht auch gar nicht so doof, nicht Match, sondern Verify. Verify, verify, ja. Also er verifiziert, ob die Sequenz zur Line passt. So, das heißt, wenn wir an diesem Return vorbeigekommen sind, dann passt sie. Und jetzt können wir anfangen, alles hinter dem Separator zu dekodieren. Das heißt, wir gehen durch Out and Outs, gucken nach. Achso, huch. Oh. Huch, hoppsala. Das ist gar nicht mehr nötig. So, wir gucken nach, an welcher Stelle steht Out in den Digits. Und dann ist das die Digit, die out repräsentiert. Ja, wir können also jetzt Final Number als können jetzt Final Number anhand der Stellenzahl in Digits langsam aufbauen. Casten einmal int drüber und dann haben wir die Zahl dekodiert, die uns das Digital-Display eigentlich anzeigen möchte. Wie gesagt, vorausgesetzt, die Sequenz passt überhaupt zur Zeile. So, wie finden wir jetzt also die richtige Sequenz? Und hier kommt jetzt der eigentliche Brute Force-Charakter, dieses Crack-Line. Das ist der Brute Force-Ansatz. Ja. Hier findet Brute Force statt. Was passiert? Aus Iter-Tools holen wir Permutations. Also das Ding gibt uns einen Iterator, der alle Permutationen von A, B, C, D, E, F, G durchgeht. Also genau die. Achso, ich habe schon wieder zugemacht. Machen wir es nochmal auf. Python 3.10. Also genau die 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3
mal 2 mal 1, genau die 5040 Kombination geht der durch. Also nummeriert sie, falls man hier was printen möchte. So. Und ich verifiziere einfach. Ich gehe alle möglichen Permutationen durch und verifiziere. Und sobald die Verifikation positiv war, also Judge wird dann true, if Judge break, dann können wir hier die Number zurückgeben. Ja, also das Crackline gibt eine Int zurück. Das ist Brute Force. Und das dauert auch schon seine Zeit. Also ich habe bestimmt 20 Sekunden gewartet, bis das Ding hier mit der Lösung um die Ecke gekommen ist. Lassen wir es mal laufen. So, jetzt sehen wir hier, ne? Also ihr habt, da er jetzt jede Zeile nacheinander durchgeht, springen diese Indexe hoch und runter. Aber wir sehen eben zum Teil, dass hier wirklich vierstellige Indizes erreicht werden. Hier 1457. Also ich hatte da wirklich die ersten 1457 Permutationen von A, B, C, D, E, F, G durchprobieren müssen, um die richtige zu finden, die dann am Ende C, A, B, F, G, E, D ist, um die letzte Zeile zu knacken und so weiter. Können wir jetzt hochscrollen. Da sind auch welche, die sind deutlich größer als 1475. Gibt auch welche, die sind deutlich kleiner. Aber am Ende des Tages kommen wir hier auf die 1.019.355. Und das löst die Aufgabe. Steht ja auch hier 1.019.355. So, if you still want to see it, you can get your puzzle input. Wie gesagt, habe ich mir schon rauskopiert. Das sind diese 200 Displays. Return to your Advent Calendar. So, das ist jetzt, wie der Kalender aussieht, am Ende von Tag 8. Ja, dann, wie am Anfang schon angekündigt, ich werde mal schauen, ob ich noch dazu komme, die MinLP-Lösung zu programmieren. Dann wird es heute Abend noch ein zweites Video geben, das auch um 17 Uhr oder später veröffentlicht wird. Ansonsten ist dieses Video hier an seinem Ende angekommen. Habt herzlichen Dank und wir sehen uns morgen, spätestens morgen, zu Türchen 9 wieder. Ciao, ciao!